Also du bist freischaffender Musiker und stammst aus Portugal, richtig? Ja. Wo aus Portugal kommst du denn hier? Ich komme aus Porto, aus Santa Maria da Feira. Das ist ein Staat in der Nähe von Porto. Ja. Seit wann bist du in Deutschland? Seit einem Jahr hat das gemacht im September. Das war so, ich hatte hier gekommen im September 2019, ja. Warum? Was war der Beweggrund? Warum bist du nach Deutschland gekommen? Ja, wie meine Frau und meine Familie, weil wir haben ein Baby und dann wir hatten ein, ja, genau, wir haben so, ja. Was hast du vor in Portugal gemacht, beruflich, musikalisch? Das hängt ja zusammen irgendwo, ne? Genau, ich spiele Gitarre seit 2008, also ich war ganz klein, 8 Jahre alt. Ja, und für meine ersten drei Jahre, ich habe so selbst gelernt und ja, nicht so wirklich gespielt und so. Aber dann habe ich so Unterricht genommen und ja, und dann seit 2016 war ich in einer Schule, so ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Quasi, ja, quasi eine Ausbildung, das gibt keine Ausbildung in Portugal, aber etwas similar und so. Und das war als Jazzmusiker, so Gitarrist natürlich. Ja, das hat für 3 Jahre gelaufen, das habe ich ja, dann gemacht. So. Du hast auch dann als Musiker in Portugal auch schon gearbeitet oder als Musiklehrer oder? Ja, hatte ich als Musiklehrer gearbeitet und auch als Musiker, aber mit ein paar Projekten. Ich hatte ein Band, ja, Red Light Carpet hatte ich ja, und auch ein anderes paar Projekten, auch eine Jazzgruppe. Ja, und ich hatte auch als Gitarrenlehrer ja, gearbeitet. Das war nur zum Beispiel war nur ein Sommerjob oder so. Ja. Aber es war immer Jazzmusik. Also die Hauptausrichtung ist bei dir immer die Nee, Jazzmusik nicht gewesen. wirklich. Ich hatte ein Jazzprojekt, aber ja, zum Beispiel hat auch diese Jazzband, diese Rockband und diese Red Light Carpet. Ja, wir sind ein bisschen in Standby jetzt, weil wegen Ja. Corona und alles und ich bin auch hier, Auf deiner Facebook-Seite gibt es ein paar Bilder. Da sind Berge im Hintergrund und das ist irgendwo, sieht aus, als wäre es ein Festival gewesen oder Ach so, ja, was? das war ein Konzert vom Red Light Carpet und das war in Teramo, das ist in Italien. Okay. Ja, und wir haben ein Konzert gemacht, das war echt schön, diese Rockband. Das war echt cool, das waren viele Leute auch dabei und so, das war cool. Ja. Wir haben alles zusammen nach Italien, ja. Du hast jetzt eine Single veröffentlicht unter deinem Künstlernamen, Genau. weil der einfacher ist als dein richtiger Name, Genau. oder? Axel Alex, genau. Ja. Ja. Er können Sie auch hören als Axel Alex. Erzähl mal was über dieses Stück. Glassmann heißt das oder Ja. Glassman? Ja. Glassmann. So, dieses Lied habe ich, das hab ich so. Für 2 Wochen vor hab ich geguckt, so, ich habe dieses Lied geschrieben oder ich habe diese Idee für ein Jahr. Das war, wenn ich hier nach Deutschland gekommen war. Und genau, und das war echt cool. Ich war im Klavier von meiner Frau. Sie hat die Klavier auf die Schwiegermutter aus. Genau, und ich spiele ein bisschen Klavier auch und so. Und ich habe nur ein bisschen gejammt und so, ne? Und ich hatte diese Idee für meinen Kopf und habe ich gespielt. Und dann klingt den Tour Klinger. Und so, das war ein Mann.
Und der Mann wollte, ja, dieser Mann, das hier für diese Glasfaser ja. genau gemacht hat. Und so, ich habe gesagt, warum nicht so Glasfaser? Das klingt wie Glasmann. Und das, so, er war der Glasmann. Und so habe ich das Titel genommen. Weil das Lied ist auch ein bisschen, das war das erste Mal, das war zum Beispiel ein bisschen traurig. Und wenn du eine Akustikversion denkst von das und mein Plan ist vielleicht ein bisschen später eine Akustikversion nur Piano zu machen oder so, für dieses Lied zu machen. Und das echt dieser Mut, ne? So wie ein bisschen traurig und fragil. Ne? Das war die Idee von das Lied. Und ich habe nur diese Loop gemacht und dann alles andere, zum Beispiel das kommt, ich habe auch mit ein paar digitalen Instrumenten gearbeitet auch. Und ich habe auch mit meinem Freund Samuel Oliveira, er ist auch ein portugiesischer Schlagzeuger. Und er hat auch den Schlagzeuger gemacht und der ist aber auch ganz cool. So das gibt ein anderes, ein bisschen Rocker-Feeling auch. Nach diesem Lied, ja. Jetzt hast du diese eine Single rausgebracht. Wann oder gibt es den Plan, dass du irgendwann auch ein ganzes Album produzieren möchtest oder ist das schon in Arbeit? Ja, ist das schon in Arbeit? Das ist in Arbeit. Ja, das ist gleich fertig, muss ich sagen. Vielleicht, ich guck mal, wenn das Ende Dezember, Januar rauskommt. Aber das ist auch ein anderes, verschiedene Ding jetzt. Das habe ich einen großen Sprung gemacht, aber danach komme ich auch für alles ein bisschen zusammen gemacht. Ich arbeite jetzt in ein bisschen EDM-Musik, Electronic-Dance-Musik. Und ja, das ist nur ein Experiment zur Zeit. Ne? Und ja, genau. Also wie sehen deine weiteren musikalischen Pläne aus? Jetzt bist du auch Gitarrist bei KTK. Genau. Seit neuestem. Das ist ja eine komplett ganz andere Musikrichtung. Genau, aber ich mag das auch. Aus. Nee. Das macht Spaß, das macht viel Spaß in der KTK, ja. Und wie sind allgemein so deine zukünftigen musikalischen Pläne und ja, wie sieht es aus? Beruflich hast du ja schon gesagt, irgendwas ja. in der Musik Medien, ja. Filmbranche, genau. irgendwas. Und so musikalisch, was ist so da das nächste, das Ziel, was du in ein paar Jahren machen möchtest? Genau, ich habe immer so ein paar Ideen für Projekte und so und ja, und ich habe auch diese Idee von dieser Alternative Rock und ja, diese Alternative Rock Idee und Indie und Indie Pop Music ein bisschen zusammenzubringen und das war mein erster Gedanke für diese erste Ding, das ich habe gedacht, ne, für Zukunft für meine Musik und das war schwierig, ne? weil ich habe dieses Gefühl als Musiker jetzt mit dieser Zeit, dass echt schwer. Manchmal ich brauche auch anderes Input, ne, von Leuten, ne, als für Musiker auch, ne? und zu arbeiten mit einer Gruppe, ne, mit Einzel
mit einem einzigen Korb. Ne? Und das, ich glaube, dass ein Band, ne, zum Beispiel ein Alternative Rock Band, ein Band mit einer eine Direktion, ne, das würde, was ich auch erst gut möchte. Ne? Mhm. Ja, das ist auch meine Idee, ne? eine richtige Direktion zu machen. Und ich glaube, das ist auch wichtiger, ne? weil dann kann ich bin ein Typ, dass ich mag viel Musikgenres, ne? Ich mag viele Sachen, viel verschiedene Sachen und ja, und ich will immer so, ja, ich wollte das etwas so auch die Direktion machen. Ich will auch das hier machen, ne? Und manchmal ist es auch schwer zu sagen, okay, ich mach das und nicht das. Weil ich glaube, ich kann alles machen. Und das, warum nicht, ne? Wenn ich alles machen kann, ne? Warum nicht alles zu machen, ne? Ja. Und jetzt ist das nur ein Single, ne? Aber danach kommen diese Ideen mit EDM-Musik und so, das danach kommt auch raus. Und vielleicht, dass, wenn ja, dass Leute das kennt mir, das sagen, oh, das ist ganz anderes, ne? Und ja, aber vielleicht, ja, Leute mag nicht, aber anderes liebe das neue Dinge und so. Weißt du, was ich meine? Weil das immer diese Dinge, ich habe immer Leute, das gibt immer Leute, das mag nicht deine Arbeit und das gibt immer Leute, das liebt deine Arbeit. Und du kannst nicht, ich meine, von meiner Perspektive, du kannst nicht auf die Leute gucken. Ich kann nicht sagen, okay, ich mache das, weil Leute das lieben. Ne? Das macht so, nee, ich mache das, weil ich liebe. Ne? Und das ist den, ich glaube, das ist immer den Grund für meine Arbeit und so. Und ich suche das echt genau, dass das genau so ist. Ne?